Hallo meine Freunde, heute beschäftigen wir uns wieder mal mit einem typischen Problem des 944er. Und zwar haben wir hier einen frühen Tacho. Das ist noch ein vollmechanischer Tacho mit Welle. Die Welle kommt hier rein. Dreht man hier an der Welle, das kann man hier sogar am Außenring tun, da braucht man nicht mal einen speziellen Adapter, erkennt man gleich das übliche Problem. Er zeigt die Geschwindigkeit noch an, aber Kilometer werden keine mehr gezählt. Üblicherweise liegt es an einem gebrochenen Kunststoffzahnrad innerhalb des Tachometers. Wenn ich ihn leicht schüttle, meine ich sogar die Reste zu hören. Da sind ein paar Zähne abgebrochen. Aber ich habe wieder gute Nachricht für euch. Die Zahnräder kann man einzeln kaufen. Und zwar gibt es zum Beispiel bei WPO Shop. Die Adresse seht ihr hier. Eines der Probleme bei der Reparatur ist nun, dass man den Tacho aufbrechen muss. Tachos sind nämlich so gebaut, dass sie nicht unbedingt jeder zerstörungsfrei aufmachen kann. Und zwar ist das Problem dieser gebörtelte Ring. Der besteht aus Blech und ist hier umgebogen um die Kante. Ihr schaut auf der Rückseite, seht ihr auch schon, dass es Metall ist. Hier ist es rostig, hier ist es blank. Eine Stelle, wo noch der Schlitz am größten ist. An so einer Stelle, wo man schon ein bisschen Schlitz sieht, haut ihr von oben oder drückt den so einen Schraubenzieher rein und dann könnt ihr so hebeln. Ihr seht, jetzt gibt es hier schon einen gewissen Spalt. In den Spalt versucht ihr einen kleinen Schraubenzieher reinzubekommen. Wenn man mal dahinter ist, kann man so langsam den Schlitz hocharbeiten. Ihr seht, jetzt haben wir schon mal einen Anfang und jetzt kann man so langsam in langer, mühsamer Kleinarbeit außenrum arbeiten. Im Prinzip ist ein Tacho auch nichts anderes wie eine Konservendose. Eine Dose kann man öffnen. Wobei ich ihn immer ein Stück weiter drücke und dann so nach links drehe, damit die Ecke das Blech anhebt. Und so arbeitet er euch jetzt rundherum. Wenn ihr jetzt mehr als die Hälfte des Umfangs geschafft habt, wird es zunehmend schwieriger, weil nämlich der Ring als Ganzes von der anderen Seite anfängt nachzugeben. Auf der anderen Seite kann ich jetzt mit dem größeren Schraubenzieher schon mal anfangen. Und dann können wir uns so ganz langsam wieder rumarbeiten. Immer ein Stückchen mehr kommt der Ring. Jetzt geht es auch schon ganz leicht, weil man schön von hinten drücken kann. Irgendwann hat auch der größte Kreisumfang sein Ende. Jetzt sind wir einmal rum. Jetzt können wir nochmal mit dem Schraubenzieher ein bisschen und dann kommt einfach ein größeres Kaliber von Schraubenzieher. Ihr seht aber, der Ring arbeitet sich langsam raus. Beim Drücken müsst ihr immer so drehen, damit der Ring von hinten her größer wird, dass sich das Blech so ausbörtelt. Jetzt seht ihr, jetzt kommt der Ring schon fast drüber. Schaue ich nochmal, wo es noch am engsten ist, dann können wir den Ring ablupfen. Ich habe den Ring jetzt außenrum ziemlich weit aufgebogen. Der ist jetzt auch schon vollkommen beweglich. Im Prinzip könnte man drehen, wenn er nicht am Rückstellknopf hängen bleiben würde. So. Von hierher kommend auf den Wulst arbeiten. Okay, und der Ring ist unten. Dann kann die Plexiglasscheibe abgenommen werden und der Tacho ist auf. Die Ringe gibt es neu, aber man könnte auch den wieder benutzen. Ihr seht, von der Vorderseite ist er so gut wie nicht zerstört. Nur die Rückseite muss dann wieder umgebogen werden. Den inneren Ring kann man auch noch abnehmen. Hinten sind zwei Schrauben, die macht er nun raus und dann fällt der ganze Tacho auseinander. Eine. Und die zweite. Jetzt können wir drücken und wir haben den Tacho. Auf den ersten Blick kann ich keine gebrochenen Zahnräder erkennen. Es waren auch im Gegensatz zu meiner ursprünglichen Annahme auch keine Teile drin. Jetzt verfolgen wir mal die ganze Mechanik. Ich beginne hier mit Drehen und dann sieht man, hier dreht diese Schnecke mit. Die überträgt auf die Schnecke und dann geht es hier weiter. Da wird es jetzt schon so langsam, dass man fast nichts mehr sieht. Ich kann euch das mal mit dem roten Punkt veranschaulichen. Wir machen hier noch. Auch hier dreht es noch mit, also da haben wir auch kein Problem. Dann geht es auf das große Rad. Schauen wir mal hier. Hier dreht sie es auch noch. Das wird zwar immer langsamer, aber es dreht sich. Ihr seht, es ist schon ein ganzes Stück vorangekommen.
Dann geht es hier weiter. Und ihr seht, hier dreht sich's, aber hier haben wir auch das Problem, das Zahnrad verspannt. Ihr seht, das geht schwergängig. Hier haben wir unser Problem. Das folgt nicht. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir auch gleich das Problem. Hier war Feuchtigkeit. Die ganze Achse hier ist verrostet und sitzt fest. Da muss man auf jeden Fall einen Tropfen Öl drauf. Und natürlich auf der Gegenseite auch. Schauen wir mal. Die Achse geht ja jetzt, aber damit sich das Rad nicht so leicht dreht, machen wir da ein bisschen das Rad fest. Ich ziehe es mal ab, das bewegt sich einfach zu leicht auf der Welle. So, jetzt gibt es einmal einen alten Trick, man macht die Welle hier ein bisschen dicker und zum anderen können wir das Zahnrad auch verkleben. Um die Welle ein bisschen dicker zu machen, das dicker wird sie nicht wirklich, aber sie bekommt ein bisschen mehr Struktur, nehmen dann einen steigen Seitenschneider und zwickt sie zwei, dreimal an der Stelle an. Aber wirklich einen steigen Seitenschneider. An diesen Strukturen, die ich jetzt mit der Zange gemacht habe, wird sich das Zahnrad in Zukunft verkeilen. Jetzt drehe ich es noch ein bisschen, dass auch an anderer Stelle nochmal so eine Kerbe bekommt. Und dann wieder Kerbe, Kerbe rein, Kerbe rein, Kerbe rein, Kerbe rein. So seht ihr, die Welle ist jetzt schön rau, das muss genügen. Zusätzlich verkleben wir das Zahnrad noch, das heißt, wir müssen vorher entfetten. Ein bisschen Spiritus auf die Welle abputzen. Und auch das Zahnrad reinigen wir von innen. Ich habe da ein bisschen Papier gerollt. Können wir hier einführen und dann können wir das schön innen entfetten. Ich nehme für so Dinge immer ein bisschen Epoxidkleber. Wir brauchen ja eine ganz kleine Menge. Der ist 50 zu 50, muss der Härter mit dem Kleber gemischt werden. Ist viel einfacher wie diese alte Golfball-Erbsen-Geschichte bei der Autospachtel, oder? So, das ist schon der fertige Klebstoff. So, jetzt müsst ihr das Zahnrad hier aufdrücken. Mit dem Schraubenzieher hinten halte ich die Welle fest. Jetzt kann ich hier das gelbe Zahnrad bis auf die Mitte der Schnecke drücken. So, jetzt sitzt das Zahnrad wieder mittig auf der Schnecke. Also so können wir es lassen. Und trocknen muss die ganze Geschichte. Ich hatte den langsam trockenen Epoxidharzkleber benutzt. Deswegen musste ich jetzt einen Tag warten, bevor es weitergeht. Das Zahnrad sitzt jetzt toll. Mittig auf der Achse, trifft genau die Schnecke. Alles einwandfrei. Funktioniert. Geschwindigkeit wird angezeigt. Wenn ihr auf den Kilometerzähler schaut, auf die 100 Meter Skala, seht ihr, die läuft auch langsam weiter. Bevor wir zumachen, machen wir jetzt hier auf die Schnecke ein bisschen weißes Fett. Das kann sich auch dann gleich schön verteilen. Hier hinten muss ein bisschen Fett rein. Ihr seht, das sind die schneller drehenden Zahnräder. Da geht schneller. Hier haben wir noch eine Übersetzung. Auch da kommt ein bisschen was drauf. Dann einmal den großen Kranz außenrum ein bisschen. Und noch auch den. Das reicht schon, wenn wir das verteilen auf den Kranz. Gut. Bevor wir die Teile montieren, schauen wir auch, dass kein Staub mehr drin ist. Das mit dem Staub ist insbesondere in der Skala wichtig, weil wenn da nachher die Sonne drauf schaut, fehlt er jedes Staubkörnchen. Auch die Innenseite von der Glaskuppel wischen wir natürlich gründlich auswischen. Das hier jetzt nachher jeden Fingerabdruck, den wir innen reingemacht haben. Für den Zusammenbau des Spielzeugs habe ich mir jetzt folgendes Werkzeug gemacht. Das ist ein Holzklotz, in dem man den Tacho reinlegen kann und nachher den Ring zusammendrücken.
Das heißt, hier in die Form passt mal genau der Ring. In den Ring kommt, hier ist das Loch für den Rücksteller vom Tageskilometerzähler, kommt die Plastikscheibe rein. Also den Ring zentriert er, dass er genau das Loch trifft. Dann kommt der andere Ring. Der muss da genau einraschen in das Ding. Danach kommt der Tacho, wie gesagt, der Rücksteller vom Tageskilometerzähler muss genau in das Loch passen. Letztendlich das Gehäuse drüber. So, dann müsst ihr den einraschen und dann müsst ihr den mal einmal auf den Ring bringen. Der Ring war ja immer, aha, jetzt hat es schon abgemacht. Und dann sehen wir schon mal auf dem Ring drauf. Da müsst ihr auch hinten drauf achten, dass wir wieder hier alles in der Form haben. Hier sind Passstifte und hier sind die zwei Schrauben. Dann können wir mal die zwei Schrauben reinmachen. Wir können sie ja immer noch ein bisschen lose lassen, nur mal, dass der Tacho als Ganzes nicht mehr verrutscht. Der Rücksteller hier frei läuft, so kann er sich nicht mehr bewegen, der Tacho. Den wieder auf die richtige Form. Und jetzt müssen wir auf der Seite erstmal über den Ring. Und einen ganz feinen Durchschlag, könnt ihr einen Schraubenzieher nehmen. Aha, jetzt ist ja erstmal in die erste Rastung eingerastet. So, das heißt, der Ring sitzt jetzt wieder. Um den Tacho endgültig wieder zu verschließen, müssen wir hier diese Kante wieder zurückbörteln. Dafür nehmen wir so einen Durchschlag. Können wir nachher auch eine Größe kleiner nehmen, nur mal von Anfang, dass es nicht zu viele kleine Meilen gibt. Und damit es nicht zu sehr aufschlägt, machen wir da ein bisschen Klebeband drauf. So, dann schlägt er immer so langsam reihe rum den Rand wieder rum. Ja. So, immer schön der Reihe herum. Gar nicht übertreiben. Nur immer einen kleinen Schlag, dass er sich so langsam wieder bürtelt. Langsam kommt der Rand wieder rum, im Vergleich zu hier, wo ich noch nicht war. Nach der ersten Runde könnt ihr jetzt mit dem Durchschlag nur mal kleiner gehen und zunehmend steiler. So, wenn wir fertig sind, sieht die Sache ungefähr so aus. Ein paar Spuren hinterlässt die Methode natürlich, aber das ist ja die Rückseite vom Tacho, sieht nachher niemand. Ihr seht, von außen sieht man so gut wie gar nichts. Passt also. Jetzt kann der Tacho wieder ins Auto. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.